Es lebe seine Majestät, der Kaiser. Jubelnd standen die Menschen am Straßenrand, wenn Kaiser Wilhelm II. Durch das Brandenburger Tor einzog. Bewunderung und Verehrung begleiteten ihn, wo immer er auftrat. Wenn er Gäste aus anderen Ländern empfing oder mit seinen Söhnen vom Schloss unter den Linden zum Zeughaus zur Paradeausgabe schritt. Die Auftritte des Kaisers waren vom höfischen Zeremoniell und militärisch geprägt, zeigten preußischen Drill und Pathos. So beim Empfang des bayerischen Königs Ludwig im Schlüterhof des Berliner Schlosses. Denkmalsenthüllungen waren Zeichen des Nationalstolzes. In Kelheim wurde die Befreiung vom napoleonischen Joch gefeiert. Dieser ausgeprägte Nationalstolz erfüllte Kaiser, Könige und Volk gemeinsam. In 40 Jahren Frieden hatte sich Deutschland zu einer Wirtschaftsmacht entwickelt, die an dritter Stelle hinter den USA und England stand, Fortschritte in Wissenschaft und Technik vorweisen konnte. Mit großem Zeremoniell wurde 1913 das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig eingeweiht. Von außenpolitischen Spannungen wusste der Großteil der Bevölkerung wenig. Anlässlich der Hochzeit der Prinzessin Victoria Luise, der einzigen Tochter des Kaisers, mit dem Welfenprinzen Ernst August von Hannover, kamen Freunde und Verwandte aus den benachbarten Ländern. Aus England König Georg V., ein Vetter Wilhelm II. Mit seiner Gemahlin Queen Mary. Aus Russland kam der Vetter Zar Nikolaus II. Trotz verwandtschaftlicher Beziehungen war Deutschland politisch isoliert. Russland, mit Deutschland freundschaftlich verbunden, hatte sich aber seit der Balkankriege 1912 und 13 auf die Seite der Serben, den Feinden von Deutschlands Verbündeten Österreich-Ungarn, gestellt. Der Zar sah sich auf dem Balkan, dem Krisenherd Europas, als Schirmherr, wollte aber in dieser Auseinandersetzung seinen Druck auf die Türkei verstärken. Durch das Wettrüsten beim Flottenbau war das Verhältnis zu England belastet. Wilhelm wollte England abschrecken, je in einen Krieg gegen Deutschland einzutreten. Denn Großbritannien hatte 1904 mit Frankreich und 1907 mit Russland Bündnisverträge abgeschlossen. Über Europa erstreckten sich die unterschiedlichsten Bündnisse. Seit 1887 waren im Dreibund Deutschland, Österreich-Ungarn und Italien miteinander verbunden. Auf der anderen Seite seit 1907 die Triple Entente, Bündnisse zwischen den Ländern England, Frankreich und Russland. Außerdem war England die Schutzmacht für Belgiens Neutralität und Russland die für Serbien. Die über 40 Jahre währende Friedenszeit endete am 28. Juni 1914 in Sarajevo mit den tödlichen Schüssen auf den österreichischen Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin durch den serbischen Nationalisten Gavrilo Princip. Briefe zwischen den Vettern, die den Krieg nicht wollten, halfen nicht, den Frieden zu wahren. Krieg stand am Ende aller Bemühungen, die Konflikte auf diplomatischem Wege zu lösen. Österreich erklärte Serbien den Krieg, forderte Bündnistreue von Deutschland. Am 1. August 1914 verkündete Wilhelm: Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Freudentaumel in Deutschland. Kriegsbegeisterung. Erfüllt von Vaterlandsliebe zogen die Soldaten in den Krieg. Auch die Sozialdemokraten, denn der Kaiser hatte im sogenannten Burgfrieden verkündet: Ich kenne keine Parteien mehr, nur noch Deutsche. Ein ganzes Volk wirft seine Arbeit hin. Vergisst den zersetzenden Streit der Parteien, vergisst den Gegensatz von Konfessionen, von hoch und niedrig. Wie ein Traum ist alles. Ein Traum von Größe und Schicksal. Wir sind glücklich, dass Deutschland gegen den Erbfeind Frankreich ins Feld zieht. Die Menschen umarmen sich, singen patriotische Lieder. Freiwillig meldeten sich junge Leute, riefen den Müttern zu: Der Krieg steht vor der Tür. Seid stolz, dass euer Sohn unter denen ist,
die für die Größe des schönen Vaterlandes eintreten, wenn es ruft. Wenn das Schicksal auf der gerechten Seite steht, brauchen wir nichts zu fürchten. Die Begeisterung in unserer Stadt wächst von Stunde zu Stunde. Die Menschen ziehen in Rudeln durch die Straßen und rufen: Nieder mit Serbien, es lebe Deutschland. Freiwillig stellten sich Frauen verschiedener gesellschaftlicher Schichten zur Betreuung der Soldaten zur Verfügung. Die Damen verteilen Kaffee, Limonade und belegte Brote. Die Soldaten singen und lachen. Sie fahren unter Hurrarufen ab. Die Eisenbahnwagen sind mit Sprüchen bedeckt. Jeder Schuss ein Russ, jeder Stoß ein Franzos. Und Serbien muss Sterbien. Am 3. August erklärte Deutschland Frankreich den Krieg. Seit dem deutschen Sieg von 1870-71 war das Verhältnis zwischen beiden Ländern gespannt, nachdem Elsaß-Lothringen an Deutschland abgetreten werden musste. An Russland erging die Kriegserklärung Deutschlands bereits am 1. August, nachdem die Russen am 29. Juli mit der Mobilisierung der Truppen begonnen hatten. Der Zar wollte nur eine Teilmobilmachung, im Gegensatz zum russischen Militär, das eine Generalmobilmachung durchsetzte. England erklärte Deutschland am 4. August den Krieg, hatte sich zunächst zurückgehalten und griff erst ein, als die Neutralität Belgiens durch den Einmarsch deutscher Truppen verletzt wurde. Bis zum Ende des Krieges 1918 befanden sich 29 Staaten im Krieg gegen die Mittelmächte Deutschland, Österreich-Ungarn, Bulgarien und die Türkei. Es kämpften insgesamt 22.850.000 Soldaten der Mittelmächte gegen 42.180.000 der Alliierten. Die strategischen Planungen für einen Zwei-Fronten-Krieg basierten auf dem Schlieffenplan von 1905. Über die neutralen Länder Belgien und Luxemburg sollte in Frankreich einmarschiert und durch massiven Angriff eine schnelle militärische Entscheidung an der Westfront herbeigeführt werden, um anschließend die defensiv an der Ostfront operierenden Truppen zu verstärken. Unter der Leitung von Generalstabschef Helmut von Moltke stürmten die deutschen Truppen siegreich vorwärts, besetzten Luxemburg und Belgien. Die Festung Lüttich wurde von Erich Ludendorff, dem Kommandeur der 85. Brigade, eingenommen. Nicht die gegnerischen Truppen machten den Deutschen zu schaffen, sondern die sogenannten Franc-Tireurs, Heckenschützen aus der Bevölkerung. Die Soldaten berichteten: Sie schießen aus Dachfenstern heraus oder sie locken Soldaten in ihr Haus hinein. Und dort werden sie vergiftet oder ermordet. Auch Frauen sitzen in heimlichen Ecken und knallen drauf los, wenn ein Soldat vorbeigeht. Am Dorfeingang kommt uns furchtbares Maschinen- und Geschützfeuer entgegen. Ein Haus nach dem anderen wird genommen und niedergebrannt. Ein furchtbares Schauspiel. Verbrennende Menschen schreien. Von der Kathedrale waren am Abend 25 Bomben geworfen worden. War es dann nicht richtig, dass die Bande ausgeräuchert werden musste? Den ganzen Tag dauern die standrechtlichen Erschießungen an. Wir müssen hart sein, sonst werden wir ermordet. Ludendorff schrieb: Solche Art von Krieg entsprach nicht den kriegerischen Gebräuchen. Es ist unserer Truppe nicht zu verdenken, wenn sie mit größter Schärfe dagegen einschritt. Dieser Franc-Tireur-Krieg musste jeden Soldaten anwidern. Am 9. Oktober eroberten die deutschen Truppen Antwerpen nach 12-tägiger Belagerung. Deutsche Zeitungen berichteten von Siegen. Das Volk jubelte. So etwas von Begeisterung, das erhebt einen ordentlich. So ein Trubel in jedem Lokal, patriotische Gesänge und Hurraschreien. Nach jedem Lied erfolgt ein donnerndes Hoch auf Kaiser und Reich. Alles ist begeistert. Erfolgreich kämpften die deutschen Truppen in Frankreich, standen am 30. August 60 Kilometer vor Paris. Extrablätter schrieben von Tausenden von französischen Gefangenen und zahlreichen eroberten Geschützen. Aber Moltke warnte: Das Schwerste steht uns noch bevor. Doch zu diesem Zeitpunkt floh die Bevölkerung. Frankreich setzte zum Gegenangriff an. Sogar auf Ochsenkarren wurden Geschütze an die Front gebracht, alle Soldaten mobilisiert.
und auf schnellstem Wege mit 600 Taxis zur Front gefahren. Vom 5. bis 12. September kam es zu schweren Kämpfen an der Marne. Hier zeigte der Krieg sein wahres Gesicht. Es gab hohe Verluste auf beiden Seiten. Täglich sind wir dem feindlichen Granaten- und Schrapnellfeuer ausgesetzt. Meine Nerven sind durch wochenlange stete Kämpfe aufs Äußerste angestrengt. Mit Gottes Hilfe werden wir uns hier trotz der überlegenen französischen Artillerie durchbeißen. Hunderte von Franzosen und Feldgrauen liegen vor unserer Front. Dicht hinter unseren Stellungen sieht man in dem aufgewühlten, durch Granatlöcher zerwühlten Boden zahlreiche Holzkreuze. In den Gräben selbst stößt man noch auf verwesende Leichen. An einer Stelle ragen die Beine eines Verschütteten hervor, an einer anderen die Leiche eines Gefallenen. Es sind erschütternde Bilder, die einen oft mit Grausen erfüllen. Die deutsche Front wurde auf einer Länge von 750 Kilometern befestigt, Schützengräben ausgehoben. Auf Befehl der obersten Heeresleitung zogen sich die deutschen Truppen bis Soissons zurück. Der Krieg erstarrte im Westen. Aus dem Bewegungskrieg wurde ein zermürbender Stellungskrieg von Ostende bis zur Schweizer Grenze. Im Wesentlichen blieb die Frontlinie bis zur Frühjahrsoffensive 1918 unverändert. Jetzt liegen wir nun bereits 6 Wochen in unseren Stellungen, ohne energische Vorstöße unternommen zu haben. Die Stellungen sind auf beiden Seiten derartig stark befestigt, dass tatsächlich keiner einen Schritt vorwärts kommt. Eine Schlacht mit entschlossenem Sturmangriff ist mir 1000-mal lieber als dieses ewige Liegen im Schützengraben und das Warten. Man wird stumpf und gleichgültig. Die Feldpostbriefe vermittelten ein anschauliches Bild vom Leben an der Front, waren monatelang die einzige Verbindung des Soldaten zu seiner Familie. Die Feldpost war portofrei. Beliebt, besonders bei den offiziellen Stellen, waren Bildpostkarten mit Motiven, die das Soldatenleben verherrlichten. Heroische Feldgraue, verträumt blickende Kriegerfrauen. Die Briefe dagegen spiegelten die Wirklichkeit des Krieges wider. Bald wurde eine Zensur eingeführt, doch in Anbetracht der Fülle der Sendungen passierten viele Briefe den Weg an der Zensur vorbei. 28,7 Milliarden Sendungen gingen in beide Richtungen. Die Frauen berichteten von Siegen, Gerüchten vom Kriegsgeschehen, schrieben über Familie und Geschäfte, holten sich Rat und Mut, den oft schweren Alltag zu meistern. Verzweifelt warteten sie oft auf eine Nachricht, ein Lebenszeichen. Es sind 2 Wochen, seit ich nichts von dir weiß, nicht wo du bist, nicht wie es dir geht. In mir sieht's trostlos aus. Nun darfst du aber nicht denken, dass ich hier den Kopf hängen lasse und herumweine. Nein, das gibt das Geschäft nicht zu. Im Augenblick, wo die Karte ankommt, ist die Freude groß. Dann denkt man aber auch gleich wieder, wie lange musst du nun wohl wieder warten, bis die nächste kommt? Und schon hebt die Zeit des Wartens mit all ihren Leiden an. Eine große Bitte habe ich an dich. Dein großer Patriotismus und dein unerschütterlicher Mut sind ja sehr lobenswert. Nur denke auch ein klein wenig an Weib und Kind, nur um mir mehr Ruhe zu geben. Halte dich zurück. An der Ostfront drangen die russischen Armeen schneller als erwartet vor. In Ostpreußen standen der deutschen 8. Armee 2 russische gegenüber. Nach der erfolglosen Schlacht bei Gumbinnen war die ostpreußische Bevölkerung dem russischen Einfall preisgegeben, da General von Prittwitz mit dem Rückzug der Truppen bis zur Weichsel begonnen hatte. Wer nicht rechtzeitig fliehen konnte, erlitt ein grausames Schicksal. Vor allem die Kosaken verbreiteten Angst und Schrecken, begingen Gräueltaten. Ich habe die Spuren des Krieges gesehen. Seine Schrecken. Brennende Dörfer, schreiende Mütter, Vernichtung der Werte. Manche Hoffnung enttäuscht. Manch teures Band zerschnitten. Der Krieg wirkt und senkt. Er ist die Negation der Kultur. Ostpreußen gleicht einem Trümmerhaufen. Es ist kaum ein einziges Haus verschont geblieben. Die Russen haben hier viel geplündert und gemordet. Es heißt, dass Russen zurückgebliebene deutsche Frauen an Bäume binden, Holzkreuze vor ihnen errichten und ihre kleinen Kinder daran nageln. Wenn sie vor den Augen der Mütter gestorben sind, verstümmeln die Russen die Frauen und töten sie. Nach der Entlassung von Prittwitz erteilte Wilhelm II. Den Oberbefehl über die 8. Armee dem pensionierten erfahrenen General Paul von Hindenburg, dem er als Generalstabschef Erich Ludendorff zur Seite stellte.
Dank ihrer Strategie und mit Hilfe der Funkaufklärung, die russische Funkmeldungen abhören und entschlüsseln konnte, erkannten Hindenburg und Ludendorff die Absichten der russischen Führung und konnten reagieren. Es gelang ihnen, der Njemen-Armee an den masurischen Seen schwere Verluste zuzufügen und sie zum Rückzug zu zwingen. Trotz geringerer deutscher Truppenstärke wurde die Narew-Armee bei Tannenberg vom 26. bis 30. August 1914 vernichtend geschlagen. Ostpreußen war befreit, die erste schwere Bedrohung beseitigt. Doch die Kämpfe hatten viele Opfer gefordert. 50.000 Deutsche und 150.000 russische Soldaten waren gefallen, unzählige verwundet. Krankenpfleger bringen uns die Verwundeten des Tages. Es sind schreckliche Verwundungen, die wir sehen müssen. Leider fehlt es an Hemden und Unterzeug, um das Durchgeblutete und Beschmutzte durch frische Wäsche ersetzen zu können. Unser Grundsatz ist, möglichst schnell transportfähig machen. Nur die Bauch- und Kopfschüsse lassen wir gewöhnlich 1 bis 2 Tage bei uns. Leider sind die Leute dann meist auch tot. 240.000 russische Soldaten traten den Weg in die Gefangenschaft an. Man beobachtet merkwürdige Szenen. Gruppen unserer Mannschaft im Gespräch mit ein paar Russen, von denen einer den Dolmetsch macht. Sie erzählen sich freundschaftlich ihre Kriegserlebnisse. Andernorts wurden Russen, die sich ergaben, von ihrer eigenen Artillerie niedergeschossen und getötet. Doch die Gefangenen waren der Hölle an der Front entkommen. Wie sie fühlten auch 130.000 Deutsche, die in russische Gefangenschaft gerieten. Man war eigentlich erleichtert, in Gefangenschaft geraten zu sein. Viele Kameraden sind tot oder verwundet. Viele hatten sich schon vorher ergeben. Ich habe meine gesunden Knochen behalten und bin dem lieben Gott dankbar dafür. Für andere gingen die Kämpfe weiter. In einer groß angelegten Offensive wurden bis 1915 auf 2000 Kilometer Breite Polen, Litauen, Kurland, Brest-Litovsk erobert. Ende Oktober 15 entstand eine Frontlinie von Riga bis Rumänien. Die Russen drangen südlich bis zu den Karpaten vor. Im Winter besuchte Wilhelm seine Truppen an der Ostfront, weckte erneut den Kampfgeist. Die Soldaten ahnten noch nicht, was ein russischer Winter bedeutet, kannten nicht die Kälte und hygienischen Verhältnisse. Die russischen Truppen waren daran gewöhnt. Obwohl die Deutschen unter den Verhältnissen litten, kämpften sie tapfer und erfolgreich gegen die Russen. Wir sind täglich 35 bis 40 Kilometer marschiert, dabei eine Verpflegung unter aller Würde. Wir haben täglich einmal etwas warme Wassersuppe bekommen und circa alle 3 Wochen ein Brot. Anfang März hat eine empfindliche Kälte eingesetzt. Unsere Verwundeten konnten wir nur zum kleinsten Teil unterbringen. Und so kam es, dass die armen Leute stundenlang auf der Straße nur mit dem Mantel, hier und da mit einer Decke zugedeckt, der Kälte ausgeliefert liegen mussten. Man kann sich kaum Vorstellung machen von all dem furchtbaren Elend. Die offiziellen Verlustanzeigen und die Todesanzeigen in den Zeitungen wurden länger und länger. Ein Mütterchen sah ich vor den Verlustanzeigen ohnmächtig zusammensinken. Mein kleiner Junge, stammelte sie. Mein kleiner Junge. Er war der jüngste von 4, die sie mir genommen haben mit ihrem Krieg. Auch Käthe Kollwitz verlor einen ihrer beiden Söhne, die an der Front kämpften. Sie schrieb im Sinne vieler Mütter: Was bleibt eigentlich der Mutter? Einer tot und einer so fern, und ich kann ihm nicht helfen. Ich bin ärmer geworden. Mein ganzes Mutterleben liegt eigentlich schon hinter mir. Ich habe eine fürchterliche Sehnsucht, Kinder, meine Jungen zu haben, einer rechts und einer links, mit ihnen zu tanzen wie früher, wenn der Frühling kam. Die Frauen wurden an der Heimatfront gefordert, versorgten Waisenkinder, halfen beim Roten Kreuz, kochten für Bedürftige und Männer, die Hilfsdienste leisteten. Ich will beweisen, dass eine deutsche Frau auch etwas zu leisten imstande ist. Ich will durchhalten und alles mit Geduld und Ruhe an mich herantreten lassen.
Es macht mir Freude, dass ich es darf, dass ich dir dermaleinst beweisen kann, was ich will, was ich kann. Wenn's auch manchen harten Kampf kostet. Zähne zusammen, Kopf hoch, wir müssen durch. Ersatztruppen mussten eingezogen und ausgebildet werden. Die Deutschwehr wurde zu Dienstleistungen in der Heimat gebraucht. Die Wehrpflicht im Laufe des Krieges ausgeweitet. Jeder männliche Deutsche vom vollendeten 17. Lebensjahr bis zum 60. war, soweit nicht schon zum Kriegsdienst eingezogen, hilfsdienstpflichtig. Zum Dienst in behördlichen Einrichtungen, Kriegsindustrie, in der Land- und Forstwirtschaft, in der Krankenpflege, bei der Einrichtung von Lazaretten. Im weiteren Verlauf des Krieges wurden sie als Reservisten an die Front geschickt. Man sieht immer mehr alte, bärtige Familienväter und blutjunge Krieger. Manchmal denke ich, es steckten Schüler in den viel zu großen Uniformen. O Herr im Himmel, lass meinen Bruder nicht Soldat werden. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, Münzen gegen Papiernoten bei der Bank einzutauschen und Metallgegenstände aller Art an Sammelstellen abzuliefern, da die Rüstungsindustrie Rohstoffe brauchte. Alles wurde gesammelt. Unter den Schulklassen entsteht ein rasantes Wettsammeln. Ich nahm alte Löffel, Messer, Gabeln, Töpfe, Kessel, ein Tablett, alte Gürtelschnallen, mehrere Haken. In Hamburg siehst du jetzt keinen Schutzmann mehr mit einem Helm. Alles ist abgegeben, auch die grauen Mäntel. Beamte haben ihren zweiten Mantel hergeben müssen. Gesuchte Artikel sind Taschenlampen, Ferngläser und Brownings. Kriegsanleihen sollten gezeichnet werden. Kriegskredite wurden in steigendem Maße jedes Jahr erneut von der Regierung gefordert und bewilligt. Zunächst 5 Milliarden Reichsmark, zuletzt 15 Milliarden. Es war Ehrensache, Geld zu spenden. Dafür gab es eine Schuldverschreibung, die nach dem Krieg eingelöst werden sollte. Bereitwillig gaben viele, doch nicht mehr alle. Ein Soldat schrieb: Du wirst doch nicht so dumm sein und den Lumpen etwas geben, damit der Krieg verlängert wird. Der Krieg ging weiter. Die Kämpfe an der Westfront wurden härter. Ab März 1915 wurde verstärkt Artillerie eingesetzt, ein Trommelfeuer auf den Gegner gerichtet. Erde und Luft erdröhnten. Die Schlacht in der Champagne bis zum Herbst 1915 war die erste große Materialschlacht. Die Zahl der gefallenen Soldaten und Verwundeten erhöhte sich dramatisch. Da sieht man bei uns die Leute, wie sie auf dem Felde aufgehoben wurden, Kleider, Gesicht und Hände und den Körper mit Dreck und Blut beschmiert. Vier unserer Leute schaufelten ein Massengrab. Ein leiser Regen tröpfelt herab, fällt in die etwa ein Dreiviertelmeter tiefe Grube, die nun die zerstörte Hoffnung von 9 armen Familien aufnehmen soll, von Müttern, Frauen und Bräuten, die vielleicht noch jetzt Brief an ihre Lieblinge schreiben. Es liegt etwas unsäglich Trauriges über unserer einfachen Zeremonie. Der Einsatz von Giftgas, das die deutsche Armee erstmals in der Schlacht von Ypern im Frühjahr 1915 einsetzte, leitete eine neue Dimension des Schreckens ein. Notdürftig schützten sich die unvorbereiteten alliierten Truppen mit Baumwolltüchern, statteten die Bevölkerung mit Gasmasken aus und übten für den Ernstfall. Die deutschen Soldaten waren von Anfang an mit Gasmasken gegen Chlorgas ausgerüstet. Denn auch die Alliierten begannen Giftgas, ab 1917 Senfgas, als Kampfmittel einzusetzen. Die Folgen für die Opfer von Chlor und Senfgas waren verheerend. Jedes Mal, wenn wir über diese modernen Waffen instruiert werden, überläuft mich ein eisiger Schauer. Als wir die Gasmasken bekamen, sah ich mich schon von einer solchen Giftwolke zerfressen. Denn diese Gase sollen die Menschen nicht nur ersticken, sondern sie fressen seine Organe zuschanden. Viele erblinden. Nicht in Ypern, in Verdun wollte Generalstabschef Erich von Falkenhayn das französische Heer ausbluten.
Am 21. Februar 1916 schleuderten mehr als 1400 schwere Geschütze Tod und Verderben gegen die französischen Panzerforts, den Eckpfeilern der französischen Verteidigung. Meter um Meter kamen die Deutschen voran, ständigen Gegenangriffen ausgesetzt. Es war die Hölle. Viele, die dem Vernichtungsfeuerwerk lebend entkamen, wurden wahnsinnig. 338.000 Deutsche fielen und 364.000 Franzosen. Die Festung Douaumont fiel am 25. Februar in die Hand der Deutschen, wechselte in der Folgezeit aber mehrmals die Besatzung. Ende Juni wurde der Kampf um Verdun abgebrochen, da Engländer und Franzosen gleichzeitig an der Somme mit großer Überlegenheit von Artillerie die deutsche Front zu zerschlagen versuchten. Es wurde ein viermonatiger Abnutzungskrieg mit hohen Verlusten für beide Seiten und geringem Geländegewinn. 500.000 Deutsche und 700.000 alliierte Soldaten fielen. Der Geländegewinn für die Alliierten betrug 12 Kilometer auf einer Breite von 40 Kilometern Frontlänge. Ein Stück Land, gezeichnet von Tod und Verwüstung. Es gibt noch Schauerlicheres als ein Schlachtfeld während, das ist ein solches nach der Schlacht. Kein Geschützdonner, kein Fanfarengeschmetter, nur leises Stöhnen und Sterberöcheln. Im zertretenen Erdboden rötlich schimmernde Pfützen, Blutlachen. Die Bäume der Wälder verkohlt und geknickt, auf dieser Waldstadt Tausende von Toten. Sterbenden, von Kugeln buchstäblich zerrissen. Im November 1914 hatte England die Nordsee zum Kriegsgebiet erklärt und blockierte damit die Lieferungen von Handelsware auf dem Seeweg. 70% aller Rohstoffe und Lebensmittel wurden aus Übersee bezogen. Im Gegenzug wurden die Gewässer um England von den Deutschen zum Kriegsgebiet erklärt, entlud sich der Hass auf den Gegner, der Deutschland aushungern wollte. Unsere ganze Wut und unser Hass richtet sich gegen England. Wir kämpfen bis zum letzten Mann. Es geht aufs Ganze. An der Spitze bei uns stehen Männer von Stahl und kühler Berechnung. Wenn auch 50 bis 70 Grad im Heizraum sind, siegen oder sterben. Wir fürchten Gott, weiter nichts. Die einzige große Seeschlacht vor dem Skagerrak vom 31. Mai bis 1. Juni 1916 führte zu großen Verlusten auf beiden Seiten, aber zu keinem eindeutigen Sieg. Danach zog England den Blockadering noch enger. Verstärkt konzentrierte sich die deutsche Seekriegsleitung unter Großadmiral Alfred von Tirpitz auf den Einsatz von Minen, Torpedos und U-Booten. Der Einsatz war eine Herausforderung für die Besatzung. Nur ein Auge der ganzen Unterseebootsmannschaft hat den Feind gesehen. Das Auge des Kommandanten am Seerohr. Die übrigen verrichten ihre Tätigkeit ohne Kenntnis von der Außenwelt, im vollen Bewusstsein der Gefahr. Dazu gehört mehr als aufschäumender Mut. Dazu gehören Nerven aus Stahl. Dazu gehört, dass jeder mit klarem Bewusstsein sich durchgerungen hat zu dem Entschluss des ehrenvollen Unterganges. Obgleich Deutschland zu Beginn des Krieges nur über 29 einsatzfähige U-Boote verfügte, England dagegen allein über 74, gelang es den Deutschen im uneingeschränkten U-Boot-Krieg neben Kriegsschiffen über 5000 alliierte und neutrale Handelsschiffe zu versenken. Als eines der größten und schnellsten Passagierschiffe, die Lusitania, von New York kommend, mit 1400 Passagieren, darunter 128 Amerikanern, und heimlich geladener Munition torpediert wurde und sank, kam es zu einer ersten Belastungsprobe mit den Vereinigten Staaten. Der Luftkrieg gewann zunehmend an Bedeutung. Die Luftschiffe des Grafen Zeppelin warfen seit September 1914 in 37 Großangriffen Bomben auf Eisenbahnknotenpunkte, Seehäfen und London ab. Da die Luftschiffe zu häufig abgeschossen wurden und abstürzten, wurde im Juni 1917 die Heeresluftschifffahrt weitgehend eingestellt. Besonders gefährdet waren auch die Fesselballons, die der Aufklärung dienten. Diese Aufgabe übernahmen in der Folgezeit vor allem die Jagdflieger.
Die Luftaufklärung mit Hilfe der Kamera war von erstaunlicher Exaktheit. So erkannten die Flugverbände während der Verdun-Schlacht die Vorbereitungen für die gigantische Feindoffensive an der Somme. Doch die Meldungen der Flieger wurden nicht ernst genommen. Die Jagdflieger, die sich als Ritter der Lüfte fühlten, waren erfüllt von Begeisterung für das technisch Neue der Maschinen und von einer gewissen Abenteuerlust. Eine norwegische Zeitung schrieb: Es liegt etwas wie Sport über diesem Krieg in der Luft. Hermann Göring war einer dieser sogenannten Ritter der Lüfte. Nach der Aufklärung war Verfolgung und Abschuss des Gegners oberstes Ziel. Erfolgreichster Flieger mit 80 Abschüssen war Manfred Freiherr von Richthofen. Er wurde in Deutschland zum Helden, seine Abschüsse wie Siege gefeiert. In England setzte die Regierung nach seinem 50. Abschuss ein Kopfgeld von 5.000 Pfund auf seine Gefangenschaft oder seinen Tod aus. Richthofen erlebte die Neuerung der fest eingebauten Maschinengewehre, die durch den Propellerkreis exakt gesteuert den Gegner leichter treffen konnten. Jetzt ist der Kampf, der sich an allen Fronten abspielt, ganz verteufelt ernst geworden. Es ist nichts mehr übrig geblieben von diesem frischen, fröhlichen Krieg, wie man unsere Tätigkeit anfangs genannt hat. Richthofen stürzte am 21. April 1918 ab. Über seinem Grab bei Amiens schossen die Engländer eine Ehrensalve ab, Respekt vor dem gefürchteten Gegner. Die Flieger achteten den Gegner in der Luft, wenn sie sich auch auf Leben und Tod bekämpften. Abgeschossene wurden beispielsweise im Kreise der Flieger bewirtet. Seit Anfang August 1914 warfen deutsche Flugzeuge kleine Bomben auf marschierende französische Kolonnen. Während des Krieges erhöhte sich die Geschwindigkeit der Maschinen von 80 Stundenkilometer auf 200. Die Einsatzhöhe von ursprünglich 800 auf bis zu 7000 Meter. Die Bombenlast steigerte sich von 3,5 Kilo auf 1000 Kilogramm pro Maschine. Erst Ende 1916 gewannen die Alliierten die Überlegenheit im Luftkampf. Im Alltag der Menschen an der Heimatfront führten die lange Dauer des Krieges, die mangelnde Lieferung von Lebensmitteln, die Rohstoffknappheit zu erheblichen Erschwernissen. Die Verteilung der Lebensmittel musste reglementiert werden. Lebensmittelkarten wurden eingeführt. Gab es zunächst noch ein Brot, 75 Gramm Fleisch und 30 Gramm Butter pro Woche und ein Ei pro Monat, so wurden die Rationen nach der Missernte 1916 noch gekürzt. Ersatzprodukte wurden angeboten. Ersatz für Kaffee, Tee, Öl, Suppen, Würste. Meist von minderwertiger Qualität. Im sogenannten Kohlrübenwinter 1916-17 waren Kohlrüben oft die einzige Nahrung. Der Hunger war so groß, dass sogar Spatzen gegessen wurden. Die Schlangen vor den Geschäften waren beängstigend. Erst sind es nur wenige. Mit Eintritt der Mitternacht werden die Gruppen zu Ansammlungen. Die Frauen kauern auf den Stufen der umliegenden Geschäfte. Apathisch stehen die anderen da, manche schlafen im Stehen. Der Morgen graut, neue Scharen ziehen heran. Die Frauen, die in grauen Schlangen vor den Geschäften standen, sprachen bald mehr von dem Hunger ihrer Kinder als von dem Tod ihrer Männer. Endlich beginnt der Verkauf. Und das Ergebnis? Je ein halbes oder, wenn man Glück hat, ein Pfund Fleisch, Schmalz oder Butter. Für die eine Hälfte der Käufer, während die andere leer abziehen muss. Jeder bei Nacht glücklich geborgene Sack Kartoffeln wurde mit der gleichen Begeisterung gefeiert, wie vor 2 Jahren die Siege der Armeen. Bauern nutzten die Notlage der städtischen Bevölkerung, verkauften Produkte zu Höchstpreisen oder tauschten Wertsachen ein. Hamstern war verboten, doch die Bahnbeamten zeigten Verständnis. Auf jede Weise wurde versucht, Nahrungsmittel zu beschaffen, auch im Abfall der Straße.
Volksküchen ermöglichten manchem wenigstens einmal täglich ein warmes Essen. Die Not wird immer größer, weil es hier bei uns nichts mehr gibt. Seit 14 Tagen habe ich das Mittagessen von der Volksküche, und zwar 2 Portionen. Da essen 5 Mann davon. Das Volksküchenessen haben wir aufgegeben, weil es immer dürftiger wurde. Ob wir aber auf Dauer ohne es durchkommen werden, weiß ich noch nicht. Die gesundheitlichen Schäden nahmen ein beängstigendes Ausmaß an. An den Folgen von Unterernährung starben in Deutschland 750.000 Menschen, eine Dreiviertelmillion. Dazu kamen für die geschwächten Erwachsenen und Kinder die Anfälligkeit für Grippe, Ruhr, Typhus. Allein die Kindersterblichkeit stieg um 50%. Ich schaue immer in die Kinderwagen. So was Armseliges von Babys. Wo sollen die Mütter aber auch Milch in der Brust haben, wenn sie selber hungrig sind? Die kleinen Würmer sehen manchmal aus, als wollten sie gleich sterben. Haut und Knochen. Kleine Hungerleichen. Die Hinterteile der Kleinen sind blutig, weil die Mütter nicht genügend Windeln haben, um sie trocken zu legen. Wegen mangelnder Reinigungsmittel herrschte Andrang vor den öffentlichen Badeanstalten. Seife, Waschmittel waren so knapp, dass sich Schmutzkrankheiten ausbreiteten. Mangelware war auch warme Kleidung. Schuhe gab es nur gegen Tausch von alten. Die Sohlen waren aus Papier. Seit 1916 wurden auch Frauen in den Kriegsdienst gestellt, mussten Männerarbeit verrichten, als Schaffnerinnen in öffentlichen Betrieben aller Art. Daneben die Kinder versorgen, Nahrungsmittel beschaffen. Sie arbeiteten bis an den Rand ihrer Kräfte. Fast 1,5 Jahre arbeite ich in der Munitionsfabrik. Die schwere, ölige und immer stickige Luft in den Fabrikhallen vertrage ich nicht, werde immer blasser und magerer. Oh, wie ist das alles schrecklich. Wie viel Elend bringt nur ein solcher Krieg mit sich? Und wann wird das bloß ein Ende nehmen? Mein Glaube ist vorbei, dass sich unser Leben noch ändern wird. Kriegsmüdigkeit war die Folge der Entbehrungen und Sorgen. Die Sehnsucht nach Frieden wuchs. Der Polizeipräsident beschrieb die Stimmung. Die Zahl der Hausfrauen, die ihrem Unmut offen Ausdruck geben, wächst stetig, und in den unteren Schichten unseres Volkes herrscht teilweise eine überaus bedenkliche Gereiztheit. Die Frage der Kriegsziele beschäftigt nur einen verhältnismäßig geringen Teil der Bevölkerung. Der weitaus größten Mehrzahl erscheint allein die Frage wichtig, wann der Krieg sein Ende nehmen wird. Die oberste Heeresleitung, seit August 1916, Hindenburg und Ludendorff, befürchteten die Auswirkungen der negativen Stimmung für die kämpfenden Truppen. Ludendorff gründete eine Filmfirma, die UFA, ließ Propagandafilme drehen, so eine Werbung zur Zeichnung von Kriegsanleihen. Die Filme sollten die patriotischen Gefühle der Deutschen wiederbeleben. Berliner Universitätsprofessoren verfassten einen Aufruf. Sollten wir der kleinen Entbehrungen wegen, die uns der Tag auferlegt, unsere Zukunft in Frage stellen? Sei stark, deutsches Volk, und Gott wird mit dir sein. Paul von Hindenburg gab Durchhalteparolen aus. Wir haben dem übermächtigen Ansturm unserer Gegner mit Gottes Hilfe durch deutsche Kraft widerstanden, weil wir einig waren, weil jeder freudig alles gab. So muss es bleiben bis zum Letzten. Nun danket alle Gott auf Blut der Wahlstatt. Sorget nicht, was nach dem Kriege werden soll. Das bringt nur Missmut in unsere Reihen. Die Mustern gestrafft, die Nerven gespannt, das Auge geradeaus. Es lebe seine Majestät der Kaiser und König. Hurra! Auch Kinder sollten für eine positive Einstellung zum Krieg gewonnen werden. Kinderbücher zum Krieg wurden gedruckt. Im Deutschunterricht eine neue Sprachregelung eingeführt. In der Schule sagen die Lehrer, wir hätten die vaterländische Pflicht, nicht mehr fremde Worte zu gebrauchen. Man darf nicht mehr Adieu sagen, weil es französisch ist. Es ist eine Ehre, leb wohl oder auf Wiedersehen zu sagen. Das Sammeln von Zigarettenbildern mit Motiven aus dem Krieg sollten patriotische Gefühle wecken. Alle wichtigen Ministerien wie das Kriegs- und Innenministerium, das Auswärtige Amt und der Generalstab unterhielten Propagandaabteilungen. Doch die Sehnsucht nach Frieden ließ sich nicht unterdrücken. Als neue Kriegskredite genehmigt werden sollten, lehnte der Reichstagsabgeordnete Karl Liebknecht ab, hielt flammende Reden für den Frieden. Dennoch, die Kriegskredite wurden genehmigt, der Krieg ging weiter,
obwohl es an Kriegsgerät, Munition und einer starken Reservetruppe mangelte. Die Wehrpflicht wurde ausgeweitet. Auch Alte mussten an die Front. Der Krieg hatte sich zu einem Weltkrieg ausgeweitet. Er streckte sich bis Ostasien und Afrika, ab 1917 bis Amerika, in Europa über Rumänien bis zur Türkei. In Rumänien nahmen die deutschen Truppen Siebenbürgen und Bukarest ein, kämpften in den Karpaten bei winterlicher Kälte gegen die Rumänen, die erbittert Widerstand leisteten. Wir sind wohl an Strapazen gewöhnt. Was wir hier aushalten müssen, übersteigt alles Maß. 6 Tage und Nächte sind wir ohne Unterbrechung unter freiem Himmel im Gefecht gewesen, bei tiefem Neuschnee und 10 bis 20 Grad Kälte. In den Alpen standen sich Österreicher und Italiener gegenüber. Obwohl Italien seit 1887 im Dreibund mit Deutschland und Österreich zusammengeschlossen war, verletzte es seine Bündnisverpflichtungen und stellte sich 1915 auf die Seite der Alliierten. Es bestand ein Geheimbund mit den Alliierten, die ihnen territoriale Zugeständnisse im Falle eines Sieges gemacht hatten. In 11 Offensiven versuchten die Italiener, den Isonzo zu überschreiten. Vergeblich. Sie wurden von den Österreichern besiegt. Die Türkei stand seit dem 27. Oktober 1914 an der Seite der Mittelmächte. Der türkischen Armee gelang die Sperrung der Dardanellen und des Bosporus. Sie verhinderte damit die Seetransportverbindung zwischen England und Frankreich im Mittelmeer mit den Russen im Schwarzen Meer. Nach 8,5 Monaten verlustreichen Ringens um Gallipoli mussten sich die Briten geschlagen zurückziehen. Ein türkisches Korps brach vom damals türkischen Jerusalem auf, durchquerte die Wüste Sinai bis zum Suezkanal. Der Übergang missglückte, doch wurden 85.000 britische Soldaten im Winter 1914-15 angesichts der Bedrohung von Ägypten auf der Sinai-Insel festgehalten. Die Türken hatten Nachschubprobleme, wurden von den Briten, die sich mit den Arabern verbündet hatten, von der Sinai-Halbinsel vertrieben. Am 10. Dezember 1917 fiel Jerusalem in die Hand der Briten. 1917 wurde zum Jahr der Wende. Die Engländer setzten nun verstärkt ihre neuen Tanks ein, Panzerfahrzeuge, die die Deutschen in Angst und Schrecken versetzten, aber auch Erstaunen und Bewunderung hervorriefen. Die Deutschen hatten sich auf das befestigte Verteidigungssystem, die sogenannte Siegfriedstellung, zurückgezogen. Als es ihnen gelang, einen Panzer zu erobern, kam Kaiser Wilhelm persönlich an die Front, um sich von seiner Wirksamkeit überzeugen zu lassen. Diese Tanks setzten die Engländer in der Schlacht von Cambrai ein, die mit riesigem Materialaufwand geführt wurde. 3 Monate dauerte dieser Kampf. Bomben und Dauerregen verwandelten diese Schlachtfelder in eine Schlammwüste. Wir liegen noch immer in diesen ekelhaften Schützengräben. Das Leben ist hier so, dass einem tatsächlich der Lebensmut ausgehen könnte. In diesen stinkigen, feuchten Löchern liegen wir eng zusammengepfercht. Dazu der Schmutz, der entsetzliche Schmutz. Unsere nassen Lumpen, Schlammstiefel dürfen wir nicht ablegen, sodass wir hier bei lebendigem Leibe halb verfaulen. Im Graben liegen die Leichen übereinander und stinken. Die armen Verwundeten, die getragen werden müssen, haben zu warten, bis sie rankommen. Und dabei versinken die Träger allmählich im Schlamm. Wir alle haben nur den Wunsch, dass es bald zu Ende gehen möge. Nun leb wohl, Mamachen. Denke an dich und auch an deinen Jungen, der auf ein baldiges Wiedersehen hofft. 4 Wochen später war er tot. Und mit ihm 200.000 deutsche und 245.000 englische Soldaten. Das Ergebnis dieser Schlacht von Cambrai: für die Engländer ein Geländegewinn von 10 Kilometern. Ende 1917 lagen sich die Gegner durch Materialschlachten und Stellungskrieg erschöpft gegenüber.
1917 wurde auch zum Schicksalsjahr im Osten. Die deutschen Truppen waren weit vorgedrungen. In Moskau und Petersburg hungerten die Menschen, wollten Frieden. Doch der Zar lehnte Friedensangebote der deutschen Regierung ab. Anders eine revolutionäre Bewegung mit Arbeiter- und Soldatenräten. Ludendorff erkannte die Möglichkeit, mit Hilfe der Revolution den Krieg im Osten zu beenden. Er gewährte Lenin, dem in der Schweiz lebenden russischen Exilpolitiker, freies Geleit durch Deutschland. Lenin gab die Parole Frieden aus, stürzte die Regierung, nahm den Zar gefangen und ließ ihn im Juli 1918 mit seiner Familie erschießen. Lenin war grundsätzlich bereit zu Friedensverhandlungen und einem Waffenstillstand, der am 15. Dezember 1917 geschlossen wurde. Der Friedensvertrag in Brest-Litowsk am 3. März 1918 unterschrieben. Die Vereinigten Staaten erklärten am 6. April 1917 Deutschland den Krieg und begannen im Sommer 1918 mit der Verschiffung der Soldaten, nachdem der uneingeschränkte U-Boot-Krieg von Deutschland wieder aufgenommen wurde. Seit dem Abschuss der Lusitania war das Verhältnis zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten gespannt. Deutschland versuchte, Mexiko als Partner zu gewinnen. Das Telegramm des deutschen Botschafters an den mexikanischen Präsidenten wurde von den Amerikanern entziffert und war ausschlaggebend für den Kriegseintritt der USA. Die deutsche Heeresleitung hoffte auf eine Kriegsentscheidung vor dem Eingreifen amerikanischer Truppen. Um ihnen zuvorzukommen, entschloss sich Ludendorff zu einer Offensive an der Westfront mit allen verfügbaren Truppen. Am 31. Mai 1918 standen die deutschen Truppen wie im Herbst 1914 an der Marne. Die Alliierten verfügten dank der amerikanischen Unterstützung über Nachschub von Kriegsmaterial, Munition und ausgeruhten Truppenverbänden. Sie produzierten unausgesetzt neue Bomben, während die Deutschen Mangel an allem hatten: an Munition, an Nahrung, Kleidung und Reservetruppen. Angesichts der Überlegenheit des Gegners erkannten die deutschen Soldaten ihre schwere Lage. Der Heerestross des Feindes ging an uns vorüber in nicht enden wollender Fülle. Geschütze und Mannschaften, Tanks, dazwischen Sanitätswagen und Reiter, jeder ein bestimmtes Glied in der großen Kette, die unaufhaltsam vorwärts drang. Ihnen war es ein leichtes im Kriegsspiel, wogegen unser tapferes Volk im fünften Kriegsjahr nun schon die ganze Schwere des Völkerringens trug, in höchster Standhaftigkeit. Am 18. Juli startete die Gegenoffensive der Alliierten, wurden die deutschen Truppen bis zur Wotan-Siegfried-Stellung zurückgedrängt. Viele Soldaten traten den Weg in die Gefangenschaft der Alliierten an. In der Zeit hatten wir den Zusammenbruch Deutschlands täglich vor Augen. Wir haben darunter körperlich gelitten. In unserem Lager sind eine ganze Anzahl Kameraden, 5 oder 6, freiwillig aus dem Leben geschieden, weil sie den kommenden Zusammenbruch nicht verkraftet haben. An der Front hatte man doch immer nur für 5 Minuten die Hoffnung, irgendwie könne die Wende geschehen. Wir können unserem Schöpfer danken, dass wir diesen Krieg lebendig überstanden haben. Die Stimmung war nur noch, wir wollen nach Hause, wir wollen zu Muttern, jetzt ist endlich Schluss. Nach einigen Abwehrschlachten sah sich die deutsche Armee am 8. August einem Angriff von solcher Heftigkeit ausgesetzt, dass jede Gegenwehr vergeblich war. 70% der Deutschen gingen in Gefangenschaft. Nach diesem sogenannten schwarzen Tag des deutschen Heeres kam die oberste Heeresleitung zu der Einsicht, dass der Krieg verloren sei. Am 9. November um 12 Uhr erklärte Reichskanzler Prinz von Baden den Thronverzicht von Wilhelm II., ohne seine Entscheidung abzuwarten. Der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann rief um 14 Uhr die Republik aus. Arbeiter und Soldaten, das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. 2 Stunden später verkündete Karl Liebknecht, Vertreter von radikalen sozialistischen linken Gruppen, eine freie sozialistische Republik. Um keinen Bürgerkrieg zu riskieren, ging Wilhelm II. Nach Holland ins Exil.
Am 11. November 1918 unterschrieb die deutsche Delegation im Wald von Compiègne beim alliierten Befehlsstab gezwungenermaßen den von Marschall Ferdinand Foch diktierten Waffenstillstand. De facto die Kapitulation. Die Truppen traten den Rückzug an, mussten innerhalb eines Monats die besetzten Gebiete verlassen. Die Stimmung war nach dem Waffenstillstand zweigeteilt. Einerseits froh, andererseits belämmert, weil wir den ganzen Schlamassel mitgemacht und doch alles verloren hatten. Dann marschierten wir los bis zur Grenze. In Belgien standen viele Menschen an der Straße. Frauen spuckten uns an oder hoben die Röcke hoch. Wir waren ziemlich stolz. Wir marschierten so zurück, wie wir im Krieg gewesen waren. Im Grunde realisierten wir noch nicht, dass wir den Krieg verloren hatten. Es gibt jetzt Frieden. Eine große Freude herrscht darüber gerade nicht. Alles so anders. Alles schief, verschoben, zerbrochen. So fängt man jetzt ein Leben wieder an, das man einst so heiter und glückesvoll begonnen hat. Einsam und zerrissen. Alles grau und trübe. Die Franzosen feierten den Sieg, nahmen das Elsass, Straßburg, in Besitz, zerstörten Denkmäler, Spuren aus deutscher Zeit. Die Alliierten besetzten Brückenköpfe in Mainz, Koblenz und Köln. Denn Deutschland musste nicht nur Elsass-Lothringen, Luxemburg, Belgien, sondern das linksrheinische Ufer räumen, im Osten sich bis zur Grenze vor 1914 zurückziehen. Die Stimmung in der Bevölkerung war zwiespältig. Es war so eine Art Aufbruchsstimmung zu spüren. Eine echte Freude eigentlich nicht. Obgleich der Einzelne, der gut davongekommen war, sich freute, dass er nun außer Gefahr war. Gleichzeitig beschäftigten uns unterschwellig die Gedanken über die Zukunft mit ihren politischen Entwicklungen. Arbeiter und Soldaten redeten: Was wird aus Deutschland? Eine völlig undurchsichtige Zukunft. Das deutsche Heer musste abliefern. 5000 Lastkraftwagen, 5000 Kanonen, 25.000 Maschinengewehre, 1.700 Jagd- und Bombenflugzeuge, 5.000 Lokomotiven, 150.000 Eisenbahnwagen. In den Kriegsbriefblättern der Berliner Bergakademie wurde vom Abschluss eines Waffenstillstandes unter schmachvollen Bedingungen geschrieben. Unser wirtschaftliches Leben, ja unsere ganze Zukunft, ist in größter Gefahr, zumal unter der Wirkung eines schändlichen Friedens, wie er uns bevorsteht. Fürwahr, ein fast trostloses Bild, wohin man auch blicken mag. In Deutschland kam es zu bürgerkriegsähnlichen Unruhen und Gewalttaten. Karl Liebknecht wurde ebenso wie Rosa Luxemburg am 15. Januar 1919 von Freikorpssoldaten ermordet. Trotz aller Aufstände und Demonstrationen, die die folgenden Monate kennzeichneten, gelang der am 19. Januar 1919 gewählten Nationalversammlung in Weimar eine demokratische Verfassung. In Versailles trafen am 28. Juni 1919 die Delegationen der Alliierten ein, um den Friedensvertrag zu unterzeichnen. 5 Monate dauerten die Verhandlungen unter dem französischen Ministerpräsidenten Clemenceau, die hier in Anwesenheit der Alliierten, Marschall Foch, dem britischen Ministerpräsidenten David Lloyd George, dem amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson und dem italienischen Ministerpräsidenten Vittorio Emanuele Orlando ihren Abschluss fanden. Der Vertragstext setzte die alleinige Kriegsschuld Deutschlands und der Mittelmächte fest und machte sie für alle Kriegsschäden verantwortlich. Die Deutschen wehrten sich gegen den Vertrag, lehnten ihn ab, sahen ihn als befristetes Todesurteil für Deutschland. Clemenceau drohte bei Ablehnung mit einem neuen Krieg. Aus Angst vor den Folgen unterzeichnete die deutsche Delegation den Gewaltfrieden, wie sie ihn verstanden. Frankreich feierte den Sieg. Für Deutschland bedeutete der Vertrag Verlust aller Kolonien, Abtretung von Elsass-Lothringen, des Memellandes, Posens, eines Teils von Westpreußen, Oberschlesiens. Einen Landverlust von 70.000 Quadratkilometern und 7,3 Millionen Menschen. Danzig, das Saargebiet,
wurden dem Völkerbund unterstellt, das linke Rheinufer besetzt. Die Wehrpflicht wurde abgeschafft, die Heeresstärke auf 100.000 Mann beschränkt. Verlangt wurden jährliche Abgaben von 3/4 der Förderung von Rohstoffen und 1/6 der Getreideernte und Reparationen in Höhe von 132 Milliarden Reichsmark. In Deutschland und auch im Ausland wurde der Vertrag kritisiert. Der Londoner Daily Herald bezeichnete ihn als schamlose Forderung, der Rassenhass schüre und zu einem neuen Krieg führen könne. Die Narben des Krieges blieben. Landschaften und Städte waren auf Jahre verwüstet. Der Anblick weckte eine unbeschreibliche Trauer. Hier blieb nichts mehr übrig. Die Steine zu Pulver zerschossen, zugedeckt durch die von Geschossen aufgewühlte Erde. Zwanzig Millionen Menschen wurden verwundet, gezeichnet. Alleingelassen blieben psychisch Kranke. Einigen Verwundeten konnte dank neuer ärztlicher Methoden geholfen werden, am Leben wieder teilzunehmen. 10 Millionen Menschen starben. Der Tod riss Lücken bei allen Familien. An einstige Weggefährten aus der Schulzeit erinnern Fotos, die Überlebende zusammengestellt haben. Millionen von Kreuzen bedecken den Boden in Frankreich und Russland. Alle stellten ihr Leben unter die Idee der Vaterlandsliebe. Dasselbe taten die englischen, die russischen, die französischen Jünglinge. Die Folge war das Rasen gegeneinander. Sie starben, fast alle. Starben in Deutschland und bei Deutschlands Feinden. Millionen. Ist es ein Massenwahnsinn gewesen? Und wann und wie wird das Aufwachen sein?